euch, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge Crash Bandicoot 3. Wir gehen heute in den neuen besonderen Tool Warproom rein. Ja! Ja, wir freuen uns alle. Wollen wir noch ein paar Sachen sammeln müssen? Ich glaube, hier verbrauchen wir wirklich noch ein paar Relikte. Insgesamt 25 Relikte. Ich muss 25. Das sind ja alle. Wir müssen doch alle Time Trials machen. Oh, nee. Egal, ich spiele die bei. Cool. Ach, und das hier ist ein extra Level, wo Scheiße ist. Geil. Ich bin top motiviert. Ich will aber nicht jedes Level nochmal wegen den scheiß Relikten spielen. Nein. Ist da jemand genauso top motiviert wie ich? Ah. Weißt du, ich dachte mir, ja, du brauchst so ein paar Relikte und jetzt brauchst du plötzlich doch alle und Arms Patrick. Da hinten ist schwarz, jetzt nicht mehr. War das nur eins kurze Schwarz? Mhm. Alter, hier gibt's 100 Kisten! Die finde ich doch niemals alle. Aua, Bombe, nicht mich putt machen, bitte. Aua, aua, aua. Hör auf, tut mir leid, es war gerade zu verlockend. Wo ist das eigentlich her? Ich weiß nicht, das haben Leute in meiner Klasse gesungen und dann habe ich das einfach so übernommen, weil ich es witzig fand. Ich meine, hier ist Wasser und direkt daneben steht ein lavaspuckender Vulkan. Wer kennt's nicht? Marvin. Ich glaube daran, dass er allgemein wenig kennt. Hey Marvin, hast du schon mal von Digimon gehört? Nein. Sag ich doch. Alter, mach doch auf Rampe drauf. Mach doch auf Rampe drauf. Oh, da ist eins nicer Checkpoint. Wie sind wir eigentlich auf dieses eins nice gekommen? Das kommt, glaube ich, von Julienko. Und seitdem geht es durchs Internet. Benny? Tschüss! Tschüss! Oh Mann. Erst hat er irgendwann mal in einem Thumbnail. Im Titel geschrieben und seitdem ist das irgendwie das Internet gegangen. Ach Mann, ey. Immer dieser Julienko. Ach ja, das ist schon ein Spast. Ist der eins? Er ist eins nice Spast. Nein, er ist kein nice Spast. Er ist nur ein Spast, er ist nicht nice. Alter, ich will hier keine 100 Kisten sammeln. Dann sammeln nur 99 und gib dann auf. Vorher gibt's auch Nitro-Kisten. Und welcher Idiot springt gegen die Nitro-Kisten? Außer Marvin. Ich. Marvin hat halt einfach einen Explodier-Fetisch. Er explodiert gerne. Ja! Ey, das ist die wissenschaftliche Erklärung. Warum Marvin so existiert, wie er existiert. Explodier-Fetisch. So, ja. Weißt du, wir sind direkt neben dem lavaspuckenden Vulkan, aber... YOLO. Kann vorkommen. Sammel die Kiste ein, Coco. Danke, Coco. Und jetzt hör auf, weiblich zu sein. Bitte. Was? Nicht du, du bist nicht weiblich, falls du das vergessen hast. Ach so, danke, dass du mich nochmal dran erinnert hast. Ich wollte gerade fragen, hä, bin ich nicht eins männlich? Naja, um ganz sicher zu gehen, bräuchte ich noch ein gewisses Bild, aber... Kriegst du mich. Ich weiß nicht, ob ich das in der Folge einfach so sagen sollte. Hast du das heute... Ah! Hast du heute Morgen mitbekommen in der Gruppe? Ja. Und dass Nadel und ich vielleicht Nino einfach so zum Speisebild schicken. Ja. Ah, ich glaube, ich mach's nicht. Mal schauen. So. Ich fand's so lustig, wie ihr das alle geglaubt habt. Warum? Ich hab nicht geglaubt. Nein, überhaupt. Ah, Nitro-Kiste! Weißt du, ich hab vorher noch gesagt, du wärst so dumm und fährst in die Nitro-Kiste. Und rate, was hier gerade passiert ist. Was denn? Ich bin in die Nitro-Kiste gefahren. Ja. Ich hab aber wirklich nicht geglaubt. Sag mal. Warum war dann dein. Woher? Achso, ja, wegen dem Zimmer. Ja. Das sah man. Woher? Oh Mann! Jetzt werde ich langsam unkonzentriert. Nach der Folge ist Schluss für heute. Da muss ich also das ist jetzt schon die Folge für Dienstag, das ist voll gut, weil da muss ich für nächste Woche nur zwei aufnehmen, habe ich mehr Zeit für Switch.
Yay. Für die 1 Nice Switch. Ich poste jetzt erstmal ein Bild von dem Furry Apparat auf Twitter. Aua! Und schreibe drunter, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ach Mann, ich meine, ich würde es den Leuten jetzt ja zeigen, aber das bringt nichts, weil sie haben es ja eh schon gesehen. Und ich bin im falschen Account angemeldet. Post das einfach auf deinen Privataccount. Alle Follower ja. So. Hä? Was? Was ist das? Mein Stuhl klingt wie ein Pokémon, meint es Typ mit Lava gerade. Das muss ich hier an meinem Kreis. Auch das Level ist doch kacke. Welcher? Weißt du, welcher Entwickler saß da wieder da? Alter, ich hab grad so hart gespuckt, mein ganzer Bildschirm ist voller Punkte. Okay, mach ich jetzt. Auch. Und ich glaube, wenn ihr meinen Popschutz seht, also ihr seht meinen Popschutz ja von hinten, also ihr habt so gesehen die schöne Seite, wie der von vorne aussieht, mit Essensresten und Spucke, und ich glaube, da entwickelt sich einfach langsam AIDS. Typischer Wollo. Ja. Mit den Essensresten im Popschutz. Es geht eigentlich, glaube ich. Bei mir, der ist sauber. Warum ist eigentlich Coco so verdammt? Die ist so dunkel, also nicht schwarz-dunkel, sondern so, als wäre sie so lange unterm Solarium gelegen. Postest du das gerade auf Twitter? Nee, ich poste gerade das Bild von ApoRed als Furry auf Twitter. Ich hoffe halt echt, dass wir hier gerade alles einsammeln tun. Ich hätte gerne mal wieder einen Checkpoint, da hinten ist einer. Ich sammle zuerst den Checkpoint und dann die Kiste ein. Das wird jetzt toll, weil jedes Mal, wenn ich sterbe, werde ich vergessen, die Kiste einzusammeln. Und werde am Ende 99 haben, wenn ich denken, warum? Dann musst du sagen, du hast doch dir eine Kiste liegen lassen. Dann werde ich schreiend aus dem Zimmer rennen und die Folge beenden. Thumbnails für Cydia LP machen hat mein Leben verändert. Benny 2017. Oh Mann, ey. Hat es deins Leben besser gemacht? Vielleicht. Ey, ich muss aber sagen, das sieht gar nicht mal scheiße aus. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Was für ein Charakter ist ApoRed denn? Ich hab einfach irgendein Furry-Bild genommen. Wenn ich so ehrlich sein darf. Also hier, der Furry hat keinen Namen. Ich bin gerade nochmal auf die Seite gegangen. Da steht einfach nur Wolf. Ja, ich wollte wissen, was es für eine Spezies ist. Achso, hier ein Wolf. Ja, ich weiß, hast du gerade gesagt. Ein zwölfiger Wolf. Als hä? Was? Wie? Warum? Das ist eine gute Frage. Ohne Witz. Doch einfach. Du bist einfach richtig getriggert schon. Nee, das Level geht eigentlich nur du. Du! Aber Benny, du bist toll, das will ich. Apo Furry. Ich hätte halt gerne, dass sowas jetzt durch die. Dass sowas jetzt richtig viral geht und die Leute denken, Apo Red wäre ein Furry. Und dass das bis zu Mr. Trashback in News Terminal geht. Das wär einfach so schön. Und dann macht ApoRed Statement mit dir. Ja! Und dann ist der Tote echt so, als wäre er ein Furry oder. Ja. Ey. Please kill. Miguel Pablo als Furry, der hoppt dann am Anfang einfach einmal rum und zerfleischt 3 Kameras pro Video. Warum zerfleischt der Kameras? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist doch komplett normales Verhalten. Ach so. Also auf. Das mache ich am Anfang von jedem Video auch, oder das schneide ich heimlich raus. Was ist denn? Ah! Also. War jetzt schon lustig, aber so lustig. Nein, ich muss mir nur die ganze Zeit vorstellen, wie Miguel Pablo als Furry in seinen Videos moderiert. Oh Gott. Oh nein, bitte, ich will mir das halt einfach gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich würde dabei Depressionen bekommen, wenn ich mir das vorstellen würde. Also eins gute Warte mal, wir brauchen noch 2 Kisten. Oh, mein Bauch tut weh.
Scheiße, ich muss mich beruhigen. Sind die vielleicht doch auf den Dingern oben? Wo sind diese zwei Kisten? Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist eine gute Frage. Ich muss mich nur wirklich abgewöhnen. Ja, mach ich gegen dich. Ich bring deine Eltern um. Was hast du gegen mich? Die haben dich gezeugt! Ist das ein Problem? Ja, gerade schon! Oh. Als ob mir jetzt zwei Kisten fehlen, leck mich doch an meinen Pfoten, fick dich, Spiel! Ja, ich war eigentlich in der Rampe drin, bin dann aber vorbeigefahren. Okay, Spiel. Das ist normal. Es kommt davon, wenn du dich so ins... Rampen oh Mann, oh. Ich habe hier wieder nur 90. Ich habe wieder zu wenig, oder? Ich meine, die eine da hinten fehlt noch. Also 94, 95, 96, 97, 98. Nee, reicht nicht. Och, geh mich doch erhängen. Okay, mach ich. Oh Mann, warum? Gib mir eine Sekunde. Jetzt, es kann doch nicht sein, dass mir zwei Kisten fehlen. Ach! Dann weiß ich ja, dass ich hier gleich zurückfahren kann und ab hier suchen kann. Ich wüsste halt einfach echt nicht wo. Wie bei den Bomben auch nicht. Hier sind wieder nur Nitrokisten. Die gehen ja eh kaputt. Hier habe ich halt auch abgesucht. Da ist auch nichts. Der Vulkan spuckt Lavabälle. Wo ist diese verfickte Kiste? La 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 la. La la la. La 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 la. Hab ich gesagt, dass du mit la 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 long die long 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 darfst. La 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 long la 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 long long die long long long. Einfach aufzureden. In dem Let's Play. Okay, tschüss. Ich wette, sie würde ApoRed Let's Plays machen, er würde nicht reden. Er würde nicht reden können, weil ihm die intellektuellen Fähigkeiten leider fehlen. Da ist auch eine Nitrokiste. Wo sollen die zwei denn sein? Hä? Jetzt mal ernsthaft, hä? Ich bin jetzt schon das halbe Level zurückgefahren und ich habe die noch nicht gefunden. Bestimmt sind sie ganz am Anfang einfach hinter dir. Wo du spawnst. So, Trollololol, du musst dich umdrehen. Wir sind lustige Entwickler, die von Safi sind. Genau, das ist halt auch mein Gedankengang bei der Sache gewesen. Ich habe damals an Crash Bandicoot 3 tatsächlich mitgearbeitet, auch wenn mir das jetzt keiner glaubt. Du warst damals noch nicht mal geboren, aber okay. das ist so. Das ist einfach so, das müsst ihr mir jetzt glauben. Ich war zwar noch nicht geboren, aber ich habe an dem Spiel mitgearbeitet. Hat er einfach so als Spermium gemacht. Da hinten sind zwei Kisten. Die kommen ja, genau. Hin. Wie soll das funktionieren? Egal. Auf jeden Fall war es so. Ja. Okay, ich habe die zwei Kisten mal gesehen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Mit einem Sprung?
wurde nicht. Irgendwo da hinten. Nachher werde ich die Stelle irgendwann mal sehen und mir denken, hä, wie soll man da mit einem Sprung hinkommen? Das sind zwei Kisten. Das war einfach... Wie weit am Anfang war das? Das war recht weit am Anfang. Ja, das war am Anfang. Am Anfang waren zwei Rampen und ich habe nur eine genommen. Warum? Was ist los mit dir, Sydia? Was ist los mit dir? Weißt du, das war halt nicht mal schwer, was... Halt die Fresse, Handy! Ich muss jetzt die Leute unterhalten, bis ich das Level nochmal gefahren bin. Okay. Schneid das raus! Nein! Was soll ich sagen? Ich bin überfordert mit der Situation. Ich habe sowas noch nie gemacht. Nein, noch nie. Ja, ist ich noch nie. Du hast noch nie Let's Plays oder sowas gemacht, wo man viel reden muss oder so. Nein. Nee. Ich doch nicht. Schauspielerei ist ja auch komplett fremd. Nee. Nein. Ich bin einfach nicht so der Typ, der gerne vor einem Mikrofon sitzt, weißt du? Mhm, merkt man dir auch total an. Deswegen, ja, du überforderst mich gerade total, auch Mensch. Wieso machst du das? Ich finde das echt scheiße von dir. Weil ich ApoRed bin. Du bist nicht ApoRed. Digga, was? Willst du mich ficken? Ja. Kommt gleich wieder meine Mutter rein. So was sagt man nicht. Und dann du so, aber ApoRed hat mir das beigebracht, Mami. Zeig mir mal diesen ApoRed. Ey, was ist das denn für eins Spaß? Ja, deine Mutter. Deine Mutter sagt einfach eins Spaß. Ja. Hm? Ja. Normale Worte. Wenn ich jetzt gegen eine Bombe fahre, ohne Witz, ich töte Menschen. Nimm Apo, das heißt Red. Das heißt Red. Ich werde dich jetzt umbringen, Apo. Das heißt Red. Nein, das heißt Red. Ich hab doch gesagt, das heißt Red. Oh, Mann. Oh, weißt du, ich muss das Level jetzt halt schaffen, ohne zu sterben. Das muss ich alles nochmal zurückfahren. Okay. Ey, mir gefällt dein Kanal sehr. Hiermit lade ich dich ein zu meiner Serie Top YouTuber. In der Serie pushe ich kleine Kanäle. Habe ich schon blockiert. Der war auch gerade bei dir? Hä? Den habe ich blockiert. Ich habe... Aber der war auch schon bei dir? Wow. Dann vögelt der sich scheinbar gerade durch die komplette Szene. Danny. Ja. Okay, dann sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder, hoffe ich, wenn es Patrick wieder besser geht. Okay. Tschüss.